Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben die äußeren Daten gehört, Gesetzentwurf durch die Bundesregierung beschlossen, Gegenäußerung auf die Stellungnahme des Bundesrates und die 57 Änderungsergänzungswünsche, alles liegt uns vor. Aber die Wünsche der Länder zeigen auch, dass diesem Gesetz eine hohe fachpolitische Bedeutung für den Schienenbereich zukommt. Und wir werden uns, Kollege Gastel, im parlamentarischen Verfahren damit intensiv auseinandersetzen. Denn der zentrale Bereich ist, dass hier eine Richtlinie der Europäischen Union umgesetzt werden muss und wir damit auch Vorgaben zu beachten haben. Ich glaube, dass es richtig war, dass der federführende Ausschuss vorbehaltlich einer Überweisung, die wir gleich zu beschließen haben werden, bereits beschlossen hat, eine öffentliche Anhörung durchzuführen. Und damit werden wir uns mit diesem Artikelgesetz, in dessen Kernbereich der Erlass dieses neuen Eisenbahnregulierungsgesetzes steht, auseinandersetzen. Aber wir werden natürlich auch die anderen Materien zu bearbeiten haben. Ich komme gleich darauf zurück. Damit wird ja mit der EU-Richtlinie umgesetzt, die ja auch eine Überarbeitung des ersten Eisenbahnpaketes von 2001 ist. Und die sollen wir in nationales Recht überführen. Und wir sind, ich sage mal, schon ziemlich spät dran. Wir müssen ein zügiges Beratungsverfahren haben, denn die Europäische Union hat sich schon gemeldet, was die Pflichten und Termine der Umsetzung anlangt. Das erste Eisenbahnpaket hatte ja die Grundlage gelegt für die Liberalisierung des europäischen Eisenbahnmarktes. Und damit ist schon der diskriminierungsfreie Zugang zum Netz durch die Europäische Union vorgegeben worden. Und ich denke, dass wir doch einiges zu tun haben. Diese neue Richtlinie, die die Konkretisierung der wettbewerblichen Regeln im europäischen Eisenbahnmarkt beinhaltet, als einen weiteren wichtigen Schritt durchzuführen und damit auch den Wettbewerb im Schienensektor und den grenzüberschreitenden Schienenverkehr zu stärken und dort, wo es noch Monopolstrukturen gibt, in Eisenbahnen in Europa, diese in ein wettbewerbliches Marktumfeld zu überführen. Das heißt also, der Entwurf hat ja die Elemente, das neue Eisenbahnregulierungsgesetz, Änderungen des, man muss es langsam aussprechen, Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetzes, Änderung des Gesetzes über die Bundesnetzagentur, eine Änderung des Personenbeförderungsgesetzes und gleichzeitig die Aufhebung der Eisenbahninfrastrukturbenutzungsverordnung, der Eisenbahnhaftpflichtversicherungsverordnung und der Eisenbahnunternehmerberufszugangverordnung. Das wird alles in das Gesetz integriert und die andere Rechtsmaterie kann aufgehoben werden. Also auch ein wichtiger Schritt zu einer Rechtsbereinigung. Ich glaube, dass wir damit eben nicht nur das bestehende Eisenbahnrecht verbessern, sondern auch neue Grundlagen schaffen für eine optimierte Wettbewerbsordnung. Und dieses ist ein Anliegen, was meine Fraktion nachhaltig unterstützt und für wichtig hält. Denn eines ist klar, in einer Wettbewerbsordnung ist der Kunde durch die Angebotsvielfalt seine Auswahlmöglichkeiten König, im Monopol ein armer Kerl, weil er keine Auswahlmöglichkeiten hat und bei schlechten Leistungen nicht auf einen anderen Anbieter wechseln kann. In dem Sinne bin ich ganz in den Gedanken bei Ludwig Erhard und ein entschiedener Verfechter eines marktorientierten Leistungswettbewerbs, der Unternehmen zwingt, Qualität von Leistungen zu verbessern und die Kosten zu senken. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen, das können wir im Moment eigentlich an der Entwicklung unseres Unternehmens DB AG ablesen. Denn der Anteil der privaten Wettbewerber im Markt steigt und damit muss sich die DB AG dem Preis- und Qualitätsdruck stellen, um auch weiterhin erfolgreich sein zu können. Der Wettbewerb auf der Schiene setzt den Wettbewerb um die Schiene voraus. Dafür sind klare Regeln für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur notwendig. Das gilt also, den diskriminierungsfreien Zugang zur Eisenbahninfrastruktur weiter zu verbessern, die Entgeltregulierung für die Nutzung der Schienenwege neu auszugestalten,
die Befugnisse der Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde zu stärken. Und ich will kurz Bemerkungen zu diesen Bereichen machen. Zugang zur Eisenbahninfrastruktur, diskriminierungsfreier Zugang zu Eisenbahnanlagen und Serviceeinrichtungen soll eben dieses neue Gesetz garantieren. Jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen hat das Recht, Eisenbahnanlagen und Serviceeinrichtungen eines Infrastrukturbetreibers zu nutzen. Der Betreiber dieser Anlagen und Einrichtungen muss seine Leistung zu angemessenen, diskriminierungsfreien Bedingungen erbringen. Der Betreiber darf bei der Erstellung des Netzfahrplans keinen Antrag auf Nutzung seiner Trassen unbeachtet lassen und er muss miteinander konkurrierende Anträge verschiedener Unternehmen durch Verhandlungen miteinander koordinieren und auch ausländische Unternehmen, insoweit sie grenzüberschreitende Verkehre anbieten, müssen dieses Recht haben. Und der Betreiber hat auch Kapazitätsreserven innerhalb seines erstellten Netzfahrplans vorzuhalten, um auf vorhersehbare Anträge auf Zuweisung von Schienenwegekapazität außerhalb des Netzfahrplans reagieren zu können. Und dann haben wir natürlich auch klare Regeln für die Nutzungsbedingungen des Schienennetzes. Eine wesentliche Neuerung ist auch, dass bei Stilllegungsabsichten für Serviceeinrichtungen als Teil der Eisenbahninfrastruktur durch die zuständige Aufsichtsbehörde, also das Eisenbahnbundesamt, eine Genehmigungspflicht eingeführt wird. Auch das ist ein wesentlicher Punkt. Und bei der Entgeltregulierung, darauf ist ja schon hingewiesen worden, gibt es jetzt klare Regeln, wie hier dann auch diese Entgelte zu bilden sind. Und wir werden uns mit den Einzelheiten auch für die verschiedenen Segmente Schienenpersonennahverkehr, Fernverkehr, Personenfernverkehr und Güterverkehr zu befassen haben. Die Trassenentgelte für den Schienennahverkehr sind in der Regelung im Entwurf mit einer Sonderregelung ausgestattet, wo für jedes einzelne Land des SBNV künftig ein eigenes Marktsegment definiert werden soll. Und bei der Erhöhung der Trassenpreise müssen auch die zur Verfügung stehenden Mittel, insbesondere der Regulierungsmittel, in die Entgeltbildung einbezogen werden. Und letztlich will ich darauf hinweisen, dass wir bei der Bundesnetzagentur über die heutige Überwachungsfunktion der Entflechtungsvorschriften hinausgehend auch eben diesen Genehmigungsvorbehalt für die Trassenentgelte haben und dass wir, was wichtig ist, dieser Agentur jetzt auch im Eisenbahnbereich Beschlusskammern zuordnen und damit eine Gleichstellung mit dem, was bei der Regulierung in den Bereichen Telekommunikation, Post und Energie vorhanden ist, auch jetzt für den Eisenbahnbereich durchführen. Und ich glaube, dass wir jetzt intensiv daran gehen müssen, um auch mit den Abänderungswünschen der Länder uns auseinanderzusetzen, damit wir ein zustimmungspflichtiges Gesetz so schnell wie möglich zustande bringen. Und das ist auch unsere Pflicht gegenüber Brüssel, dass wir dieses zügig machen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Debatte, die wir inhaltlich im Ausschuss haben können. Das Wort hat der Kollege Martin Burkert für die SPD.